Hallo zusammen, hier spricht die Shalia. Frohes neues Jahr 2017. Ich bin jetzt im Homeoffice. Ich habe schon am Montag begonnen, im Hintergrund ein wenig zu werken und zu arbeiten. Ich habe natürlich administrative Dinge begonnen zu tun und ja, einige Updates und Öffentlichungen der Website, das, was man so macht zwischen den neuen Jahren oder kurz danach, bevor die Kundenzusammenarbeit wieder anfängt, wo alles noch so ruhig ist. Und dieses Jahr habe ich ausnahmsweise auch gedacht, okay, ich mache meine Jahresplanung in dieser Zeit. Das ist für mich sehr unüblich, weil in den Jahren zuvor, jedes Jahr habe ich schon begonnen, teilweise im Sommer oder spätestens im Herbst mit meiner strategischen Planung für das kommende Jahr. Und es war ein Zeichen von Stolz von mir, dass ich meistens ab dem 1. Januar, wenn das neue Jahr losgegangen ist, dass ich alles schon auf dem Papier hatte. Eine Marketingplanung für das gesamte Jahr ausgearbeitet, alle vermeintliche Coaching-Termine, die anfangen würden. Ich wusste genau, an welchen Tagen diese stattfinden wird. Alles einfach durchstrukturiert, alle Aktivitäten aufs Papier, so im Dach und Fach, glaube ich, würde man auf Deutsch sagen. Dieses Jahr verlief total anders. Ich habe überhaupt nichts von all dem angestellt. Und ein Teil dieser Veränderung liegt daran, dass ich seit zwei Jahren lerne ich mehr über the three principles. Und ein Teil von dieser Lehre ist, oder die, was heißt Lehre? Es ist ein Teil von diesem Verständnis über das Leben ist, dass es eine Intelligenz gibt in dieser Welt, das uns alle führt und leitet. Diese Intelligenz lässt aus einem Samen einen Baum wachsen oder aus, keine Ahnung, einem Babypanda einen erwachsenen Panda werden lassen. Und es leitet uns Menschen gewisserweise in unserem Leben, wenn wir es zulassen. Doch häufig sind wir so beschäftigt mit dem Planen und Strukturieren, und wir haben unser Kopf runter und wir sind so am Schaffen und tun, dass wir diese ja, innere Stimmen, diese leise Gedanken, die wir haben, diese Weisheit, die in uns trägt, die hören wir nicht. Und meine Absicht war es, dieses Jahr ruhig zu werden, nicht mich zu überstrukturieren und zu schauen, was an Weisheit rauskommt. Und am Ende der Weihnachtsferien angekommen, habe ich gemerkt, oh Gott, ich sitze dort und habe immer noch keinen Plan für 2017. Ich war auf viele Spaziergänge stattdessen mit dem Hund ewig in der Natur unterwegs und habe überhaupt nicht mit diesen Business-Themen beschäftigt. Und Gott sei Dank habe ich gedacht, habe ich ein Coaching heute mit meinem Coach, mit Nicola Bird. Und wir haben unsere Coaching-Zusammenarbeit wieder aufgenommen. Ich arbeite mit ihr seit schon vielen Jahren. Dieses Jahr haben wir das zum Thema gemacht, do less better. Das heißt, tue weniger, aber besser, dafür besser. Und die Idee ist, dass man mehr Zeit weg verbringt von seinem Schreibtisch, weg von seinem Rechner, von seinem Laptop, mehr Zeit verbringt im Leben selbst, ja, mit dem Hund spazieren, mit Freunden unterwegs, vielleicht einem Hobby nachgehend, ein soziales Projekt, also einfach andere Dinge, nicht nur das Business. Kennst du das von dir auch? Du bist so verrückt besessen mit Gedanken um dein Business, dass kaum andere Dinge zum Vorschein kommen, weil du das Thema so liebst, was du betreibst und auch all das, was dazugehört. So ging es mir oft in den letzten Jahren. Ich wollte jedes Jahr immer mehr und immer mehr von Leben haben, zusätzlich zum Business. Deswegen haben wir das Coaching unter diesem Motto begonnen. Und heute war ein ganz spannender Tag, weil ich dachte, ja, okay, am Ende von dieser eine Stunde mit Nicola weiß ich hoffentlich, was meine Strategie ist für 2017. Und es war extrem spannend und erkenntnisreich und ich habe gedacht, ich teile das mit dir, mit euch, weil vielleicht stehst du dort, wo ich gestanden bin oder ähnlich und du erlaubst dir etwas nicht.
Und was war es bei mir? Naja, also zwei Dinge haben mich gehindert in den letzten Jahren, manchmal, nicht ständig, aber immer wieder, mein Ding zu machen. Das eine ist, dass ich total umsatzgetrieben bin. Ich hatte die Vorstellung seit Anfang an der Gründung meines Geschäftes, dass es jedes Jahr gute Umsätze geben soll und ich möchte diese vermehren. Meine Umsätze sollen jedes Jahr wachsen und das kontinuierlich. Ich war zwar nicht bei diesem Trip doppeln und verdreifachen unbedingt, aber ich wollte schon ein spürbares, ein sehbares in meinen Zahlenblättern, nachweisbaren Wachstum jedes Jahr schaffen, was mir auch gelungen ist, muss man da schon dazu sagen. Also das war immer diese Zielsetzung. Und das hat seine Vorteile, weil man Dinge anstrebt, man weiß, was man erreichen möchte. Teilweise habe ich das auch verspielt sehen können. Es war irgendwie, ich habe mir einen Spaß daraus gemacht, diese Zahl zu erreichen und ich hatte am Ende eine kurze Zeit gewisse Zufriedenheit damit, wenn ich das erreicht habe. Auf die Kehrseite von dieser Umsatzgetriebenheit ist, dass man jegliche strategische Entscheidung trifft oder festmacht daran, ob es einen guten Umsatzvolumen ermöglicht oder nicht. Das heißt, oft ist eine Entscheidung für eine Sache, die mich vielleicht einfach inspiriert hat oder wo ich eine innere, leise Stimme gehört habe, geh in diese Richtung. Ich bin nicht in die Richtung gegangen, weil ich nicht sehen konnte, ob es den Umsatz bringt, den ich mir wünsche. Und ich möchte gar nicht wissen, wie oft ich mir diese Weisheit nicht hingegeben habe aus diesem Grund. Und das ist auch heute wieder aufgekommen bei der Planung, als ich mit Nicolas sprach, weil eigentlich das, was ich machen wollte für 2017, nicht mit dem Umsatzwachstum übereinstimmt. Oder beziehungsweise ich weiß es nicht. Wenn ich diesen Weg gehen möchte, den ich gehen möchte, ich weiß es nicht so, ob es zu diesem erwünschten Umsatzsteigerung führt oder nicht. Das kann sein, kann aber auch nicht sein. So, das war ein Thema. Und ich habe gemerkt, ich habe da eine gewisse Sucht gespürt, also eine Sucht nach diesen Umsätzen. Das gibt mir ein High, wenn ich das erreiche. Und in dem Anstreben von dem mache ich mir ganz viel Stress eigentlich, weil ich ganz viele Dinge dann vielleicht mache, die ich sonst nicht machen würde. Ich würde es mir ruhiger angehen lassen. Ich würde entspannter mit der Sache umgehen, wenn es nicht für dieses Umsatzziel, das entgegensteht, da wäre. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich mich inspirieren lassen habe. So, Inspiration ist schon mal eine gute Sache, wirst du sagen. Ja, man sollte inspiriert sein. Und vielleicht kennst du das auch. Du schaust jemand an auf dem Markt, der in deinem Bereich ist und der oder sie hat ein tolles Instagram-Konto und bedient dieses Medium total genial und du möchtest das irgendwie auch können. Oder jemand anders, der vielleicht eine riesige Facebook-Following hat mit ganz interaktiven Austausch mit ihrer Zielgruppe dort und du das inspiriert dich und du denkst, das möchte ich auch. Oder du, keine Ahnung, du siehst jemand mit einem Geschäftsmodell. In meinem Fall schaue ich häufig zu den Leuten auf dem Markt, die Gruppenprogramme haben oder skalierbare Flagship-Produkte, wo 50, 100 Leute an Bord kommen sollen für eine beträchtliche Zahl, wo sie bei jedem Launch vielleicht 80.000, 90.000 Euro einbringen. Du schaust hin und es inspiriert dich einerseits. Aber was mir passiert, und das habe ich heute ganz klar gesehen, ist, ich verwechsle das, was sie geschaffen haben und wo ihre Weisheit sie hingeleitet haben, mit meinem Weg, den ich gehen soll. Und jetzt versuche ich das ein bisschen zu erklären, wie ich das heute gesehen habe. Und zwar, es ist die Idee,
ja, es mag schon sein, dass jemand anders dieses Geschäftsmodell hat und darin super fähig ist und riesige Freude daran hat, über Facebook-Anzeigen und Marketing- und Verkaufstrichter ganz viele Leute hinzuführen zu Evergreen-Webinaren und passiven Einkommen generiert über Monat für Monat über Produktverkäufe. Vielleicht ist das ihre innere Weisheit, die ihnen gesagt haben, hey, das ist der Schritt für dich, das ihre persönliche innere Stimme und ihre persönliche innere Freude. Und sie haben begonnen, das aufzubauen. Und über die Zeit haben sie das da. Und da ist es. Ja? Und wenn ich wiederum versuche, den Weg zu gehen mit riesigem Listenaufbau und vielleicht genau den gleichen Weg, naja, was ich merke auf dem Weg ist, da habe ich nicht so viel Freude daran. Ich habe nicht so viel intrinsische Motivation, das zu tun. Ich muss mich überlisten und überwinden, mich zwingen, mit den Sachen auseinanderzusetzen und zu beschäftigen mit denen. Und nicht nur das, ich rede mit vielen anderen Leuten drüber und sage immer wieder, ja, das müsste ich lernen, das müsste ich können, demnächst müsste ich doch diesen Trichter aufbauen. Also es entsteht ganz viel Gespräch drüber, aber ich komme nicht wirklich in Aktion oder wirklich nur sehr, sehr mühsam und sehr holprig. Und was danach passiert, ist, dass ich beginne dann, mich schuldig zu fühlen und zu sagen, boah, du lässt Geld auf dem Tisch, du hast auch all diese Produkte in einer ähnlichen Preiskategorie, wenn du nur den Trichter machen würdest, würdest du das verkaufen können und dann hättest du auch all diese Umsätze und du müsstest dich nur noch überwinden und dann fühle ich mich schlecht, dass ich das nicht tue. Kennst du das auch von dir? Also du schaust inspiriert zu jemand anders, aber wenn du versuchst, die Strategien oder die Dinge nachzumachen, die sie tun, du erlebst das, wie ich es erlebe. Also mühsam, holprig und sehr wenig entspannt und auch mit Schuldgefühlen verbunden. Und wenn du dich dabei erwischt, dann vielleicht kommst du zurück zu dir und das ist mir heute passiert, wo ich gedacht habe, ja, es mag sein, dass diese Person grandios ist in diesem Trichteraufbau. Es mag, keine Ahnung, grandios sein, dass jemand gut ist in diesem Facebook-Aufbau und was auch immer du anschaust. Also ich weiß nicht, wo du hinguckst genau. Aber Tatsache ist, ich habe meine eigene persönliche Stärken, ich habe meine eigene persönliche innere Weisheit und wenn ich gucke, was ich gut tue, was mir leicht fällt, dann ist es das 1:1 Coaching. Also das liebe ich. Ich liebe es, mit 1:1 Kunden zusammenzuarbeiten. Es fällt mir relativ leicht, sie anzuziehen und zu gewinnen als Kunden. Ich habe Freude, immer besser zu werden in dem und für meine 1:1 Kunden immer mehr Transformation zu ermöglichen. Und ja, ja, das ist mein Ding. Und ein Teil von mir sagt dann, ja, aber Shelly, wenn du dort bleibst bei diesem 1:1 Coaching, dieses Zeit-für-Geld-Tausch, ja, dann bist du gerade dabei, eben nicht dein Geschäft auf die vermeintlich nächste Ebene zu bringen, auf die vermeintlich nächste Umsatzstufe. Und ja, das ist eine Angst, die ich habe, gell? Das ist eine Angst, die mich hindert. Und wenn ich diese beiden Dinge sehen kann, ich bin umsatzsüchtig zum einen und zum anderen verwechsle ich die Inspiration und innere Weisheit von anderen und das, was sie gut können, mit dem, was ich gut können soll und das verwechsle mit meinem eigenen Wege, meine innere Stärke, was passiert ist, dass da ganz viel Stress aufkommt und ganz viel künstliche Aktion. Weil wenn ich in diesem Modus bin, und das war in dem Modus war ich, als ich heute zu Nicola gekommen bin, zum Coaching, naja, was tue ich dann? Wenn ich dabei bin, Umsatz hinterher zu rennen und zu, keine Ahnung, die Modelle, Geschäftsmodelle anderer Menschen umsetzen zu wollen, die nicht meine intrinsische sind, dann schaffe ich mir ganz viele Projekte. Ich hatte es zum Beispiel, bevor ich in den Call mit ihr war, diese Idee, ich müsste diesen Trichter aufbauen und ich müsste ein größeres Jahresprogramm mir ausdenken für eine größere Gruppe, die wahnsinnig skalierbar ist. Und ich hatte ganz viel innerlich
ganz viel innerliche Unruhe, weil ich eigentlich wüsste, meine Weisheit sagte mir, ich will das alles gar nicht tun. Aber ich musste es tun. Ich müsste es tun. Und als ich gemerkt habe, nein, mein Motto für dieses Jahr ist, do less better, tue weniger besser. Und wenn ich wirklich bei mir bleibe, dann stehen nur zwei Dinge für dieses Jahr auf dem Programm. Nämlich meine 1-zu-1-Kunden weiterhin zu betreuen, noch besser dieses Jahr als letztes Jahr, das, was ich liebe. Und das Beyond-Programm, was ich mit Sandra Heim begonnen habe. Und dieses Programm geht eher um entspannten Erfolg. Das heißt, sowieso darf ich immer wieder durch diese Erfahrungen eine Begegnung mit mir selbst bekommen und eine Prüfung machen. Hey, bin ich hier erspannt, erfolgreich unterwegs oder bin ich echt abgemüht? Tue ich mich abrackern in mein Business? Und dieses Programm ist grandios dafür, dass ich diese Reflexion anstellen darf, zusammen mit Sandra, mit den anderen Teilnehmern. Und diese beiden Dinge reichen für 2017. Was will ich mehr? Ja, warum muss ich noch mehr Einkommensströme reinbringen und noch mehr Projekte aufladen? Nein, mein Ziel war es und ist es, mehr von dem Leben mitzubekommen, mehr mit dem Hund spazieren zu gehen, mehr am Strand zu sein in Italien, wenn ich in unserem Ferienhaus bin, Zeit mit Freunden zu genießen in den USA, wenn ich nächste Woche rüberfliege, meine Säge zu schärfen für mehr transformatives Coaching. Und ich konnte dadurch, durch das Gespräch mit Nicola, Gott sei Dank hat sie mir geholfen, auf diese Erkenntnisse zu kommen heute, ich konnte wirklich wahrhaft 90% der Dinge, die auf meiner To-Do-Liste waren für das kommende Jahr, einfach wegstreichen. Es ist alles nicht notwendig. Es ist alles nur nicht für mich. Für jemand anders ist das. Und ich möchte das mit dir teilen heute, weil das für mich so wichtig war, wieder zu entdecken. Es war ein Wiederaufwachen. Ich wusste es schon, aber ich habe es dann vergessen. Vielleicht kennst du das auch. Also manchmal lernen wir Lektionen immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und was auch noch spannend ist und vielleicht als letzter Impuls für den Start ins neue Jahr für dich und für mich und für die Leute, die mich umgeben, ist die Idee, dass du die Kuh bist. Nicht die blöde Kuh, nicht die doofe Kuh, nicht die whatever Kuh, sondern einfach die Kuh. Und zwar in dem Buch von Michael Neal, Finding the Space Within, geht es in einem Kapitel um eine Metapher. Es geht um eine heilige Kuh. Und diese heilige Kuh ist in deinem Hof, wenn man so will. Und es produziert immer frische Milch, total nahrhaft. Auch die richtige Zusammensetzung für dich mit all den Vitaminen, Mineralien und Zusatzstoffe, die du brauchst, also wirklich wie auf dich abgestimmt. Stell dir vor, dass es sowas geben würde. Und wenn du die Milch quasi einen Nachschub brauchst, wird es einfach frisch produziert. Es ist immer vorhanden. Und stell dir vor, du hast diese Kuh bei dir im Hof, diese heilige Kuh, und stattdessen gehst du raus auf die Höfe der anderen. Und die haben auch Kühe, ihre eigene heilige Kühe. Und du gehst dort und du trinkst ihre Milch, die eigentlich die perfekte Zusammenstellung ist für die Person, der oder die diesen Hof besitzt mit dieser Kuh. Und es schmeckt okay, aber richtig nähren tut es dich nicht. Oder stell dir vor, du trinkst eine Milch von deiner Kuh, was vor 2 Jahren ist, was du im Kühlschrank aufbewahrt hast, was noch mittlerweile sauer schmeckt, was gar nicht mehr zu dir passt. Oder vermeintlich die gehaltene Milch von jemand anderem, von einem anderen Hof, die auch im Kühlschrank war. So eine Sache, die diese Person inspiriert hat letztes Jahr, was zu dem Zeitpunkt für sie persönlich perfekt gepasst hat,
und wo sie hinausgegangen sind und darüber berichtet haben, wie toll es ist. Und heute versuchst du, eine Milch zu trinken, die gar nicht mehr zu dieser Person passt, geschweige denn zu dir. Und wenn du erkennen kannst, dass eben du die Kuh bist, wenn man so will, also, oder du hast diese Kuh in deinem Hof, das heißt, in dir sind jeden Tag frische Gedanken, frische Weisheiten, die perfekte nährende Ideen, Business-Ideen, Marketing-Ideen für dich. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe ja letztes Jahr diese ganze Marketing-Reihe gemacht, The Point, wo ich meine ganzen 6 Module entwickelt habe über das Jahr zusammen mit den vielen Teilnehmern, die dazu gekommen sind. Und die innere Weisheit, die ich in mir habe, ist, das gehört jetzt in meinem Online-Laden, wenn man so will. Ich habe auf The Point die Möglichkeit, so etwas wie eine Storefront aufzubauen und ich könnte die einzelnen Module zu einzelnen Selbstlernkurse verarbeiten. Und ich habe schon damit begonnen, über das ganze Jahr die Webinare zu schneiden, dass sie zu Online-Trainings werden, Landing-Pages entstehen gerade. Und plötzlich, als ich dabei war, irgendwie diese Umsatzjagd zu machen und auch noch die Weisheiten anderer zu folgen, anstatt meiner eigenen, habe ich meine innere Impulse, diese Storefront aufzubauen, ignorieren wollen. Ich wollte irgendwie sagen, ja, ist zwar eine nette Idee, ich habe diese Weisheit, die mir sagt, ich soll das tun, das inspiriert mich persönlich, aber das bringt doch keinen Umsatz. Ne? Also ich weiß als Marketing-Expertin, dass du nicht einfach eine Storefront aufmachen kannst, du musst die Leute hinführen, du brauchst Trichter, bla 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 bla. Heute habe ich gemerkt wieder, nein, vergiss es. Wurscht, wie das alles funktioniert. Wurscht, was die Strategien, die Erfahrungen mir sagen. Ich habe diese heilige Kuh. Ich bin diese Kuh, wenn man so will. Und aus irgendeinem Grund habe ich diese Weisheit. Ich weiß nicht, wozu es gut ist. Vielleicht bringt sie Umsatz, vielleicht bringt sie neue Erkenntnisse, vielleicht bringt sie einen Kontakt, die mir in 10 Jahren dient. Ich muss es nicht wissen, weil meine Weisheit sagt es, ist das Richtige. Es nährt mich gerade, das zu tun. Ja. Anyway. Also, das war es gewesen. Ich wollte das mit dir teilen, weil vielleicht stehst du dort auch und du hast wie ich deine strategische Planung für das Jahr 2017 hinausgeschoben oder vielleicht hast du dich sogar hingesetzt und warst am Aufschreiben von Strategien und alles Mögliche, aber vielleicht warst du nicht bei dir oder vielleicht bist du auch irgendwelche Such nachgegangen, eine Sache, die du immer versuchst herzustellen. Vielleicht ist es bei dir nicht Umsatz, sondern Nicola sagt, bei ihr ist es Adrenalin, also diese ganze Sachen, die sie immer macht, neue Projekte und Ideen und wo sie sich einfach alles auf dem Tisch auflädt und kompliziert macht und stressig macht, haben nur damit für sie zu tun, dass sie einen Adrenalinkick dadurch bekommt, dass sie diese Projekte startet und dass sie die Ergebnisse der Projekte sieht. Und vielleicht hast du eine andere Sache, die dir immer wieder passiert, eine Sucht, der du dienst, die dir aber nicht dienlich ist. Und vielleicht hast du wie ich manchmal die Tendenz zu vergessen, dass du diese heilige Kuh bei dir im Hof hast, die für dich richtig ernährende Informationen, Ideen und Impulse. Und vielleicht, weil du das vergessen hast, gehst du da draußen und bist dabei, die Milch überall anders holen zu wollen, egal ob sie frisch ist und nährend. Und dann wunderst du dich, warum deine strategische Planung dir so viel Stress bereitet, so viel Ich-muss-Gefühle und so viele Schuldgefühle. Und vielleicht hast du wie ich die Lust, ein Jahr aufzusetzen, wo du diese Sucht aufgibst, wo du deine eigene nährende Milch trinkst. Ja, und wenn das so ist, dann bin ich gespannt, was du in dem Kommentarbereich schreibst, was dir das an Erkenntnissen gebracht hat, ob es dir geholfen hat. Vielleicht hast du ein Motto für 2017, vielleicht erkennst du dich daran wieder. Vielleicht bist du wieder zu dir Tatsache auch aufgewacht durch meine Erzählung. Auf jeden Fall war es mir
eine Freude und ein Anliegen, meine persönliche Erfahrung mit dir mitzuteilen, weil ich finde, wenn wir auf diese Art und Weise miteinander im Dialog sind, so ehrlich auch, das hilft wirklich auf den Boden zurückzukommen, zu dem, was wirklich wichtig ist. Weil wir haben uns selbstständig gemacht, weil wir wollten Freude und Freiheit und Inspiration und eben uns da nicht abrackern. Und am Ende des Videos poste ich auch noch einen Link zu unserem neuen Beyond-Programm, weil wir nächste Woche starten am 12. Januar. Es geht um entspannten Erfolg, es geht um ein starkes Mindset für entspannten Erfolg. Wir diskutieren genau solche Sachen, die Sandra Heim und ich und die anderen Teilnehmer, das sind schon jede Menge Leute an Bord. Und vielleicht hast du Lust, auch mit uns in diesem Dialog zu sein in 2017. Und das würde uns wahnsinnig freuen. Eine wunderschöne restliche Woche, frohes neues Jahr und bis demnächst wieder online. Tschüss!